jetzt möchte ich noch mal kurz einen Beitrag machen. Das ist wirklich ein ganz hilfreicher, geiler Tipp mit diesen Heckrotorblättern von Helitech, der Blattschmied. Ich habe das jetzt wirklich gut durchgetestet. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich viel Nerven gespart, Panikattacken, vielleicht sogar hätte ich mir die Kufen sparen können, aber gut, jetzt, die sind rot jetzt, die sehen geil aus. Also diese Heckrotorblätter von der Blattschmied, das, ich hätte es gerne mal getestet, die gibt es nicht in 100 mm Länge. Ich habe es jetzt, wie gesagt, 95er Blätter waren vorher drauf. Unsymmetrisch. Und die sind wirklich geil, die Heckrotorblätter. Also das, die passen. Die sind ja auch von der Blattschmied, die Hauptrotorblätter. Die passenden Heckrotorblätter mit dazu. Also das ist wirklich geil. Also es funktioniert, ne? Also das mit den 85, 95, 10 Standardwerten hält, ne? Es fliegt gut, es hört sich auch gut an in der Luft, also ist eher so ein höherer Ton, ne? Also wenn das mit den alten Blättern, das war so ein, mit den 95er Blättern, weiß nicht, wo habe ich die jetzt liegen? Mal schauen. Habe ich die hier noch liegen? Irgendwo hatte ich sie hingelegt. Aber die liegen jetzt unten im Atelier. Okay. Ja, kann jetzt nicht mehr zeigen, die liegen jetzt unten in der Werkstattatelier, Künstleratelier. Aber die sind wirklich, ich habe die jetzt getestet, etliche Male, also mit den Standardwerten 85, 95, 10 für Tail. Funktioniert gut. Die Werte werde ich auch erstmal so lassen. Stabil, also wirklich, das so. Da spart man sich jede Menge Panikattacken, wenn man wirklich die passenden Heckrotorblätter dazu nimmt. Hätte ich es vorher gewusst, wäre ich schlauer gewesen. Würde mich trotzdem mal interessieren, ob die 95er auch halten würden. Würde mich jetzt echt mal interessieren, aber ich bleib jetzt erstmal bei den 105ern. Also es fliegt sich. Also es ist jetzt, also wie gesagt, mache bloß Schwebeversuche. Ich habe so viele Werte wieder durchgetestet die letzten Tage. Also dass der Teil, der bleibt richtig gut stabil in der Luft. Jetzt bin ich noch mit dem Hauptrotor beschäftigt. Ich glaube schon, dass das hat auch was mit dem Heckrotor zu tun, weil die Heckrotorblätter sind jetzt anders. Und dadurch ist das ganze Flugverhalten anders. Also die Werte, die ich vorher verwendet habe, das passt nicht mehr zusammen. Also das muss, wie gesagt, das muss ein gutes Verhältnis sein, ein Gleichgewichtsverhältnis sein hier harmonisch. Ich habe jetzt heute etliche Werte durchprobiert. Wie gesagt, ich habe hier die ich finde die immer noch gut, weil die kann man so als auch so. Das ist echt ein gutes Konzept, ne? Dem Display. Also ich habe das hier auf 9 Grad gestellt. 9 Grad für Pitch. Also
digitale Pitchlehre drauf. 9 Grad. Also Pitch ist das hier, das ist Roll und das ist Collective. Ne? Nicht, dass wir jetzt wieder die Fachbegriffe wieder durcheinander bringen. Also Pitchlehre drauf, 9 Grad, dann Blatt genau in Richtung, Linksrichtung, Deckausführung anbringen, digitale Pitchlehre drauf, Rechtsausschlag, Roll, 9 Grad. Ne? Also ich habe jetzt 9 Grad Roll, 9 Grad Pitch und jetzt habe ich heute eingestellt, jetzt gerade eben noch, weil ich hatte vorher 9 Grad Collective. Das scheint nicht ganz zu reichen, deswegen bin ich jetzt erst dazu gekommen, 11 Grad Collective mal eingestellt. Das ist jetzt, glaube ich, das sind AFA-Werte von, also ich glaube 73 für Roll, 76 für Pitch und jetzt 35 für Collective. Was das Differential heißt, würde mich echt mal interessieren. Es ist wirklich schade, dass das Spektrum Horizon Hobby überhaupt nicht erklärt, wie man diesen Differential Wert noch kontrollieren könnte. Ich meine, dafür ist ja so eine Pitch-Lehre da, dass man irgendwelche Werte nachprüfen kann. Also vielleicht ist Differential genau ein 45-Grad-Winkel. Ich weiß nicht, was Differential heißen soll. Würde mich jetzt echt mal interessieren. Aber jedenfalls habe ich jetzt 9 Grad Pitch, 9 Grad Roll, 11 Grad Collective eingestellt, weil, also ich bin zwischen 85, ab 85 um den Dreh, ich kann nicht gleichzeitig in die Fernsteuern und noch auf die Anlage gucken und dann meinen Blickwinkel weglenken vom Helikopter, wenn ich da zwischen Garage und einer Hausmauer meine Testflugs mache, Schwebeflug mache, Schwebeflüge mache. Das ist mir ein bisschen zu riskant, aber so 85, um die 85, 85, 86 ist mein Hover. Sowas um den Dreh, also nach oben hin habe ich nicht mehr so viel Luft. Ne? Also da ist dann irgendwann Knüppelanschlag und das 9 Grad reicht nicht. Ne? Also 11 Grad. Könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt ein AFA-Wert von 35 in der Spektrumanlage, das heißt 11 Grad, wenn man dann das mal durch 2 teilt, sind es 5,5. Also Blattwinkel von 5,5 Grad, der muss irgendwas um die 5,5 liegen. Also habe ich dann nach oben noch Luft, ne? Bis 11 Grad. Also das, denke ich mal, wird mir reichen. Also ich denke mal nicht, dass es 12 oder 13 Grad Collective sind. Ne? Also ich möchte es halt genau so einstellen. Ich will jetzt nicht die Pitch Curve noch drücken. Also dass ich hier einen AFA-Wert einstelle von 13 Grad und dann mit der Pitch Curve da irgendwie an der Anlage die noch runterdrücke, statt 100% halt irgendwie 90% könnte ich auch machen. Aber ich taste mich jetzt mal so langsam ran. Ein AFA-Wert im Flight Controller von 35, das sind 11 Grad. Und da schaue ich jetzt mal, dass ich hinkomme und ein gutes, nach oben hin noch einen guten Anstieg habe, aber halt nicht zu aggressiv auch das Ganze. Ne? Ansonsten, wie gesagt, ich habe immer noch, also das Problem hier ist wirklich, wo ich mir monatelang den Kopf zerbrochen habe wegen falscher Rotorblätter, das ist jetzt gelöst.
Das ist stabil. Jetzt habe ich aber hier noch irgendwie ein Problem. Ich bin immer noch am Durchtesten von Werten. Und zwar habe ich immer noch einen leichten oszillierenden Effekt. Und wie ich heute bei etlichen Flugversuchen herausgestellt habe, das scheint eine Relation zu sein zwischen den Werten Safe-Gain-Einstellung, die PID-Werte für den Roll und Pitch und die Gyroempfindlichkeit. Das sind die drei, die in Relation zueinander stehen und ich muss jetzt herausfinden, wie die drei Werte am besten miteinander harmonieren. Ne? PID-Werte, Safe-Gain-Einstellung, PID-Werte, Gyroempfindlichkeit. Das sind die drei Werte, die um die dreht sich's noch. Weil ich habe immer noch, das habe ich jetzt wirklich intensivst durchgetestet, chronologisch, habe mir im Hirn erstmal so ein Konzept aufbereitet, wie bereite ich meine Testflüge vor, wie gehe ich vor, Wert teste ich chronologisch durch, damit ich dann weiß, wenn der Wert nicht funktioniert, dann muss ich zwischen diesen drei Wertepaaren jonglieren, aber ohne dass ich irgendwie wild Werte durcheinander würfel und irgendwie, ja, nee, das muss schon irgendwie alles Hand und Fuß haben. Deswegen muss man sich chronologisch im Kopf einen Testflug Phasen vorbereiten im Kopf, dass man weiß, jetzt teste ich das, die Werte durch nacheinander. Und also die Gyroempfindlichkeit von 75 habe ich dann auf 80 gesetzt und mich gemerkt, ja, also das ist schon, das wird schon dieses alle 3 bis 5 Sekunden. Es ist wesentlich besser geworden. Ich habe es dann auf 85 gesetzt, die Gyroempfindlichkeit auf 85. Viel besser. Dann habe ich heute mit den Safe-Gain-Einstellungen nochmal in Verbindung mit der Gyroempfindlichkeit, die hängen ganz besonders miteinander zusammen, die beiden Wertepaare. Also wenn ich den Safe Gain von 20 auf 25 raufsetze, habe ich so ein Oszillieren. Ne? Also man merkt, es ist immer noch so ein leichter oszillierender Effekt. Wenn ich den Wert raufsetze von 20 auf 25, ist der oszillierende Effekt auch, aber der Kreis wird kleiner. Ne? Also und dann habe ich es auf den Safe-Gain-Wert mal auf 15 runtergesetzt. Von 20 auf 15. Also, sind so meine Wertespielchen, die ich dann mache. Die Testphasen im Flug RC-Test, als RC-Testpilot. 20 Safe-Gain, 20 auf 25 raufsetzen. Alle anderen Werte bleiben so, wie sie sind. Also, sonst kommt man total durcheinander. Das ist ja. RC-Testpilot, so ist das. Safe Gain mit 25 durchtesten, das ist so ein ziemlicher enger Kreis, der oszilliert. Bei Safe Gain 20 ist es manchmal, und manchmal ist es aber so, dass der Vogel sich wirklich manche so 1, 2 Sekunden sich total stabil in der Luft hält und man denkt sich, ja, das ist doch jetzt eigentlich perfekt. Aber irgendwie ist es noch nicht, also irgendwas stimmt noch nicht ganz. Also bei 15 ist der oszillierende Effekt auch, aber der Kreis ist größer. Also ich habe immer noch so einen leichten oszillierenden Effekt hier auf dem Hauptrotor. Wenn der Safe Gain höher ist, wird der Kreis kleiner. Wenn der Safe Gain niedriger ist, wird der der Kreiseffekt wird dann der Durchmesser vergrößert sich.
Dann habe ich mal versucht, die Gyro-Empfindlichkeit von 85 auf 90 zu setzen. Das hat noch einen Tick gebracht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. 95 habe ich dann auch probiert. Ich habe sogar 100 probiert heute mal, Gyro-Empfindlichkeit. Aber ich bin jetzt wieder zurück auf 85. Bin mir noch nicht sicher, ob 90 nicht so noch so einen kleinen Tick mehr an Stabilität bringen würde. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal auf 85, nachdem ich mit den Testflügen abgeschlossen war. Die Safe-Gain-Einstellung habe ich dann gelassen auf 20. Mit einer Gyro-Empfindlichkeit von 85. Dann habe ich mich wieder weiter auf die PID-Werte konzentriert. Und zwar, die lagen bei 75, 85, 7. Und 85, 75, 85, 14. Also Roll 75, 85, 7. Pitch 75, 85, 14. Ich habe da mal die D-Werte nochmal. Die waren vorher identisch, beide auf 10. So wie auf dem Tail. Ich habe es aber trotzdem jetzt nochmal durchgetestet mit unterschiedlichen D-Werten für Roll und Pitch. Die Vibrationen halten sich in Grenzen. Ich manchmal habe auch das Gefühl, das muss ich erstmal einfliegen. Dann gehen die Vibrationen auch ein bisschen runter. Jedenfalls habe ich jetzt heute die PID-Werte für den Hauptrotor nochmal, nachdem ich dann mit dem Safe Gain rumspielen fertig war und dachte mir, ja, das ist 20, ne? Das muss, bleibt so wie es ist, Safe Gain. Rauf, runter, da komme ich nicht so viel weiter. Ne? Also der oszillierende Effekt, der bleibt ja. Er wird bloß, der Durchmesser wird kleiner oder größer, ne? Aber der oszillierende Effekt, der bleibt. Also das war dann für mich so die Erkenntnis, ja, also der Safe Gain, an dem liegt es nicht, ne? Dann, wie gesagt, die Gyro-Empfindlichkeit durchgetestet, von 85 auf 95, von 85 auf 90, dann von 90 auf 95, dann von 95 auf 100. Und immer noch der, also es ist immer noch, also liegt es daran auch nicht. Also den Gyro-Empfindlichkeit wieder zurück auf 85, Safe Gain auf 20 lassen und dann mit den PID-Werten von Hauptrotor nochmal durchtesten. Also ich habe dann 85 geflogen, 85, 85, 7 und 85, 85, 14. Also 85, 85, 7 für Roll, 85, 85, 14 für Pitch. Dann habe ich den I-Wert mal raufgesetzt auf 95, 85, 95, 7 für Roll, 85, 95 für Pitch, 85, 95, 14 für Pitch. Das nochmal geflogen, es war ein Tick ruhiger noch und da muss ich jetzt noch weitermachen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 95, 105, 7 für Roll, 95, 105, 14 für Pitch und da muss ich jetzt noch weitermachen. Insbesondere die P- und die I-Werte weiter durchtesten. Die D-Werte bleiben so, wie sie sind, aber wenn ich das noch rauskriege, diesen leicht oszillierenden Schwebeeffekt, ne, das wäre noch geil. Also dann müsste sich Spektrum Horizon Hobbies nur noch schaffen, dass der Motor mal sanft anläuft, ne? Damit ich die Zahlen, also so ein ganz schön leichter, sanfter Motorstart, so stelle ich mir das vor. Das wäre natürlich noch dann der Oberhammer, wenn ich diesen leichten oszillierenden Effekt noch rausbekomme. Den Collective dann die nächsten Tage, je nachdem wie das Wetter wird, durchteste mit dem AFR-Wert von 35
mit dem Kollektivwinkel von 11 Grad, wie ich da hinkomme. Also wenn ich das alles mal durchgekaut habe, dann ist irgendwann mal wieder ein Feldversuch dran. Aber ansonsten bleibt es jetzt erstmal noch weiter testen. Insbesondere die PID-Werte, um diesen leichten oszillierenden Effekt da noch rauszukriegen. Genau, aber die PID-Werte, das hat schon auch mit dem Heckrotor zu tun, dass das Ganze, die Einstellung jetzt anders sind als vorher. Ne? Also das ist, hat schon auch damit zu tun, wenn man die Heckrotorblätter ändert hinten, das ist, das muss eine Harmonie sein. Ne? Und die Werte, es ist ein Schritt vorwärts heute gewesen, aber es ist immer noch nicht, ich bin noch nicht, den leicht oszillierenden Effekt habe ich noch nicht raus. Aber ich bleib dran, und wenn wir das Thema auch noch durchgekaut haben, dann kommen wir der Sache schon näher.